Rafim, unsichtbar, unhörbar, läuft gerade an einer anderen in einer anderen Gasse ebenso den beschriebenen Weg und dann stehst auch du vor einer kleinen Grafenburg der Zephorikas. Eine kleine Treppe, die nach oben führt, zwei, drei Wachen, die davor stehen. Stehen die Wachen da so vor, dass man da nicht langkommt oder stehen die halt? Also du siehst, das Ding hat wohl eine große doppelflügelige Tür, wo es dann in den Erdgeschoss, in den Eingangsbereich, in den Flur geht. Das hat auf der jeweiligen Seite links, rechts vier Türme, die jeweils vorne und hinten dann nach oben ragen. Und es gibt wohl noch ein Obergeschoss. Ob es einen Keller gibt, weißt du nicht. Es gibt auch Fenster. Ja, ich würde mir mal das niedrigste Fenster suchen, wo ich glaube, wo man gut hochklettern kann. Und da würde ich reinklettern. Ja, es ist ein Fenster aus Glas. Ah, okay. Also es sind keine... Okay, es sind klassische Glasfenster. Ich würde mir einmal das Gebäude anschauen. Wo glaube ich denn, dass ich am besten reinkommen würde? Also glaube ich, dass ich durch ein Fenster kommen würde? Also von der Höhe alleine her, also wenn ich da durch das Glas komme? Erstmal die Frage, bist du in Rüstung oder bist du nackt? Nein, natürlich nicht. Du bist nackt. Nein, ich bin nackt. Wie bist du bewaffnet? Gar nicht. Gar nicht. Gut, du willst einfach nur irgendwas anzünden. Also du kannst natürlich durch die Tür vorne, das sind drei Wachen, die dich nicht sehen, oder du müsstest die Fenster einschlagen oder knacken. Ist die Tür denn auf? Die oder Tür ist nicht auf, nein. Ja, dann würde ich jetzt natürlich an der den Wachen abgewandten Seite die irgendwo mir ein Fenster suchen und dies öffnen. Gut. Mit Gewalt natürlich. Mit Gewalt. Ja, du siehst, wie du wohl auf der rückwärtigen Seite, das ist ein großes Speisezimmer, also eine große Tafel für sicherlich 20 Personen, ist allerdings nichts aufgebaut, steht einfach nur leer und mehrere Türen, die da abgehen. Ja, aktuell auch keine Wache, keine Diener. Ich würde irgendwie einen Stein aufheben und damit das Fenster einschlagen. Ja, es klirrt. Kannst reinsteigen? Ja, und dann stelle ich mich erstmal in die Ecke und warte, bis die Wache kommt. Ja, nach grob, du würdest sagen, 10 Sekunden kannst du den ersten Diener sehen, der durch eine der Türen auf der linken Seite von dir gerade die Tür aufreißt, hineinguckt, das Fenster sieht, einmal zurück in den Flur sich dreht, Wache ruft und dann verunsichert und langsam in Richtung des Fensters geht, an der großen Tafel entlang. Ja, ich würde mich neben die Tür stellen, warten, bis die Wachen alle in den Raum marschiert sind und dann durch die Tür gehen. Ja, also relativ entspannt. Du kannst, wie gesagt, viele Türen vor dir sehen. Du kannst die gleiche Tür nehmen, wie der Diener eben genommen hat. Oder 1, 2, 3, 4, 5 andere Türen, die in verschiedene andere Richtungen führen. Ja, da ich keine Ahnung habe, wo ich hin muss, gehe ich erstmal durch die Tür, durch die der Diener gegangen war. Gut, die war nämlich offen. Ja, dann kannst du sehen, wie nach weiteren 10 Sekunden drei Wachen angerannt kommen, die auch mit gezogenen Schwertern gerade da stehen. Und ja, jetzt die Fenster sich angucken. Einer von den Wachen klettert dann auch aus dem Fenster nach draußen. Der andere sieht gerade den Stein. Interessiert dich nicht, du bist gerade durch die Flur. Du kannst sehen, wie da wohl eine große Küche ist. Tür ist offen. Stehen gerade zwei Köche, beziehungsweise irgendwie ein Markt oder sowas, die sich da unterhalten. Wenig essen. Es gibt noch eine Kellertreppe nach unten. Oder du kannst auch schon durch den breiten Flur sehen, wie da wohl eine große Wendeltreppe nach links und rechts von der Eingangshalle nach oben führt. Ich würde mich erstmal oben umschauen. Ich habe jetzt ja eine halbe Stunde. Ich möchte mich erstmal anfangen, umzuschauen, ohne Türen zu öffnen. Gut, da kannst du die Wendeltreppe entweder links oder rechts, das spielt keine Rolle, kannst du dann nach oben treten. Das ist definitiv dann die Eingangshalle, durch die du dann auch hättest treten können. Stehst dann oben und kannst über eine kleine Galerie dann auch den Rest des oberen Obergeschosses finden. Die sind teilweise auch beschriftet. Du kannst sowas finden wie, das kann nochmal nach, Bibliothek, Grafenzimmer, Salon, Gästezimmer, Wochenzimmer, Baderäume, Latrinen, Schatzkammer. Bibliothek finde ich irgendwie gut. Was nach seinen privaten Räumen aussieht? Ja, definitiv das Grafenzimmer. Okay, ist das vorne bewacht? Steht da direkt jemand vor oder? Nee, hier drin gerade nicht. Die laufen wohl gerade alle unten rum. Oben war keiner. Die sind alle unten gerade sehr beschäftigt. Okay, dann gehe ich jetzt in das Grafenzimmer, schließe die Tür wieder leise hinter mir und schaue mich da einmal um.
riesiges Bett, so ein Baldachin und große, große Nachttische links und rechts, große Bücherregale zusätzlich auch noch und Ankleidezimmer, was davon dann auch noch ein bisschen abführt mit großen, schweren Seidenstoffen, Beschwörungsroben. Finde ich irgendwas, was so aussieht wie eine Sammlung von zum Beispiel jetzt Blut und ähnlichem? Hier nicht, nee. Auch wenn du so ein bisschen rumguckst, links und rechts mal eine Schublade aufziehst, leise. Du kannst dann durch die. Es gibt tatsächlich Fenster, die in den Innenhof nach draußen führen. Auch da kannst du dann durch den Innenhof gucken, wo auch weiter Wachen rumlaufen. Aber die hören das auch nicht, wenn du dann da oben beschäftigt bist. Die haben auch mittlerweile wurde den ersten Stock so abgesichert, dass sie sicher sind, dass da niemand drin ist. Ja. Ich würde dann mir mal danach die Bibliothek anschauen, ob ich da irgendwas sehe. Mhm. Hast du Magiekunde? Boah, ja, ich bin grottenschlecht, aber ja. Würfel mal. Ja. Ja. Du trittst in die Bibliotheken heran. Sicherlich einiges, was Iserun sicherstellen möchte, Eldern Gorbas verbrennen und Abelmir behalten möchte. Aber du siehst doch in einem kleinen Glaskasten mehrere Beschwörungsutensilien, unter anderem Fingernägel, Zähne, alles, was irgendwie Beutag so sammeln würde. Und die sind nicht wirklich beschriftet, doch, sie sind beschriftet, aber auf Zayat. Das ist aber definitiv das, was du suchst. Ja, wie viele Wachen laufen denn da unten rum, wenn ich aus dem Fenster blicke? Mittlerweile, also unten draußen 5, nochmal drin 10. Okay. Wie viel Material liegt denn da? Also praktisch, wie viele Zähne liegen da, wie viele Fingernägel und das ganze Zeug? Also das gehört wohl, du würdest sagen, 5 Personen, 5 verschiedenen Personen, weil die auf 5 verschiedenen Ebenen liegen und 5 verschiedene kleine Zettelchen auf Zayata liegen. Sind die in einer Box oder wie groß ist diese Box? In dem Glaskasten. Wie groß ist dieser Glaskasten? Das ist so eine Vitrine, du würdest sagen, ungefähr so handbreit. Beziehungsweise nicht handbreit, sondern armbreit. Okay. Dann würde ich. Aber hier sind ja jede Menge Bücher. Sind hier auch Fackeln in dem Haus oder nicht? Du guckst dich weiter um, Fackeln nicht, aber du hattest im Grafenzimmer so sicherlich dann auch so kleine Kerzen gefunden und auch so Steine zum Anzünden, kannst du dann aufeinander schlagen und die Kerze anmachen und ja, ist es eigentlich ist es so einfach wie einem Kleinkind den Lutscher klauen, kannst du dann die Bücher nach und nach anstecken, wenn du magst. Okay, also einerseits würde ich eine Kerze anmachen und sie unter sein Bett stellen. Mhm. Danach würde ich den Glaskasten mit dem, mit einem Buch einschlagen, ist mir eigentlich egal. Ja. Ich möchte die gesamten Zähne, Fingernägel, alles, was da ist. Männer, da oben ist jemand. Mir in den Mund stecken. Die Zähne willst du dir in den Mund stecken? Ja, möchte ich. Ich möchte das alles mitnehmen, dann möchte ich den Glaskasten und die Bibliothek anzünden. Ach, weil du unsichtbar bist und deswegen machst du das. Ja, richtig. Deswegen. Ja, nicht, weil ich das gut finde. Ich meine, man kann durch ihn hindurchsehen. Die Zähne sieht man jetzt in seinem Mund schweben. Ah, okay, das wusste ich nicht. Er ist unsichtbar, Also ja, er ist unsichtbar, aber die Dinge, die in ihm drin sind, sind nicht unsichtbar. Man kann durch ihn hindurch, also wenn er was in den Mund Quatsch. Nimmt, wenn er was trinkt, wenn er was trinkt, ist das Wasser doch nicht in seinem Bauch. Quatsch. Also, guter Punkt. Ich ziehe meinen Einwand zurück. Ja, hier würde nachdem die Bibliothek anfängt zu brennen. Du merkst, wie die Tür aufgerissen wird. Das war wohl ein Raum, wo du noch nicht drin warst und jetzt zwei Wachen reinkommen, immer noch mit gezogenen Schwertern, sich umsehen, den Glaskasten sehen. Die brennende Bibliothek ist hoffnungslos verloren. Ja, ich würde halt warten, bis sie die Tür aufreißen. Es brennt! Wo ich weiß, dass ich wieder rauskomme. Wasser! Du kannst an denen vorbeigehen, die haben keine Chance. Ja, richtig. Also mein Ziel ist einfach nur wieder da raus zu marschieren. Mir ist ganz egal, ob die diese Scheiße löschen oder nicht. Kein Problem. 10 Minuten später stehst du mit den Zehennägeln, den Zähnen, den Haaren im Mund wieder durch die Tür hindurch. Kannst auch vorne raus spazieren mittlerweile. Sind die Wachen da wohl... Die Zettel würde ich auch gerne mit in meinen Mund stecken. Welche Zettel? Achso, die Zettel da mit... Da steht auch Zayat drauf, wer das ist. Okay, gut. Und dann würde ich zurück zum Hotel marschieren. Okay. Frage an Beutax. Möchtest du deinen Schicksalspunkt verbrennen?
Wenn du es mir nahelegst, dann ja. Ich lege es dir nahe. Gut, dann mache ich das. Ich bin so auf Boltax den Verlorenen gefreut. Am Ende des Tages könnt ihr auf dem Markt tatsächlich mehrere Nachrichten hören. Von Mangrace hört man immer noch nichts. Allerdings ist das Gebäude von die Villa, die Grafenburg von Mangrace, abgebrannt. Und ebenso hatte wohl ein anderer... Man spricht von einem Zwerg, einem Eisgeoden, der bei Sayat die Zephorica gelegen hat und dann verschwand. Sie hat es nicht überlebt. Sie ist gestorben. Sie ist verschwunden. Man weiß nicht, wo sie ist. Sie hat sich danach zumindest nicht mehr gezeigt. Von einer toten Nekromantin würde in Nahrung sowieso niemand sprechen, weil Tod sehr... Das ist ein fließendes Konzept. Aber Boltax kann wieder auftauchen. Von Geister hinten, Knochen gegriffen, in die Sphären gezogen. Du warst kurzzeitig im Limbus, hast grauen Schwaden gesehen, ein riesiges Auge, was auf dich gestarrt hat. Und das Flüstern eines schwarzen Drachen in deinen Gedanken. Und das sehen, wie unter dem Berg in der goldenen Pyramide ein wahrer Name liegt, der von dir Besitz ergriffen hat. Aber es gibt eine Regel. Für die Würmer sind alle gleich. Nachdem du dich von elementaren Kräften aus den limbischen Sphären hast retten können, bist du wohl dem Blick und dem wahren Namen von Rassasso entgangen. Du weißt, wo er liegt, hast deine Orientierung und Albträume, die dich quälen. Aber du kannst wieder auftauchen. Und so sitzt ihr in eurer Suite. Sobald ich in der Suite bin, würde ich mir Zähne, Fingernägel, Haare und Zettel aus dem Mund kratzen. Was hast du da? Sind das... Oh Gott. Oh, ihr Götter. Steht uns bei. Die sind ja nass und feucht. Ja, vor allem ist der Fingernagel auch so ein bisschen gelb und rissig. Gibt es irgendeinen starken Schnaps hier in unserem Zimmer? Selbstverständlich. Dann bringe ich Rafim die ganze Flasche. Gib die nicht ihm, wir brauchen den. Ich würde was? Die Zette, er muss das abmachen. Ich würde die Zette auf den Tisch legen. Hier, lest mal vor, wem die alle gehören. Ja, mit ekligen oder einem ekligen Gefühl beugt sich Isarun darüber und fasst mit spitzen Fingern beziehungsweise versucht nur mit ihren Fingernägeln diese ekligen, angesabberten Pergamentstücke auseinanderzurollen, damit sie Zaya-Zeichen lesen kann. Es ist halt echt widerlich. Du merkst wohl, du weißt nicht, was das für eine Flüssigkeit ist. Du hoffst, dass das Speichel von Rafim ist, aber Koriana ist mit dabei. Die Chorgeweihte, die wohl in dem Tempel sich befindet. Ansonsten kannst du sehen, Shaika Gramzahn. Die steht auch auf eurem Zettel, aber die ist wohl dem Bericht nach nicht anwesend. Sirion Grimm, der Schinder. Morkas Schattenschlag. Und die anderen Zettel sind so verlaufen, dass es keinen Sinn mehr hat. Schattenschlag nicht. Der Hauptmann der Drachen gerade? Ja, ich kann natürlich jetzt nicht mehr zuordnen, was wem gehört, aber... Ich denke, dies sollte ausreichen, um uns einige Möglichkeiten zu eröffnen. In dem Moment betrete ich nackt und total fertig das Zimmer. Ich weiß, wo der wahre Name ist. Was? Was? Solltet ihr nicht eigentlich zu dieser Base gehen? Lange Geschichte. Ja. Ich hoffe, sie ist tot. Ich habe mein Äußerstes getan. Und das hoffe ich auch für euch. Knapp entkommen. Sie hat auf jeden Fall das Gift getrunken, dann habe ich sie verzaubert. Sie dachte, ein Dämon schlägt sie tot. Und dann bin ich entkommen. Durch die Erde, aber das hat hier nicht so gut geklappt. Ich würde das keinem Herz legen, wahrlich nicht, wahrlich. Unter dem Berg, goldene Pyramide, das ist der wahre Name. Oh,
dort müssen wir hin. Hier, trinkt erstmal einen Schnaps. Ja. Oh, danke. Das habe ich gebraucht. Oh, das Auge von Azad, so, es hat mich angesehen. Grausig. Oh. Ja. Ah. Ah. Wir können nur hoffen, dass ihr Erfolg hattet. Ich hoffe auch. Ich hoffe auch. Das heißt, ihr musstet fliehen? Ja. Habt ihr sie gesehen, dass sie gestorben ist? Nein, die hätte ich. Aber die wissen, wer ihr seid. Ich gehe davon aus, ja. Ah, das kompliziert. Wir haben im Allgemeinen rechtlich viel Aufmerksamkeit auf uns gezogen. Wie fahren wir nun fort? Wir müssen Borkos erpressen. Guter Plan. Wir könnten ihn sogar erpressen, nicht wahr, Tionin? Wir müssen halt, wissen, was von ihm ist. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Wir könnten einfach die anderen durchprobieren und schauen, was von ihnen ist. Ich meine, die Geweihte wird ja ihre Sachen sicherlich erkennen. Aber die anderen... Wollen wir die anderen überhaupt am Leben erhalten? Nach Möglichkeit natürlich nicht. Könnt ihr denn irgendwas hiermit anfangen? Ich nicht, nein. Aber mir? Nun, man könnte ein Elementar auf sie ansetzen mit den Ritualgegenständen. Ich würde hier kein Elementar beschwören, wahrlich nicht. Nun, dann bliebe nur noch eine Wesenheit der siebten Sphäre und das wollen wir wohl alle nicht. Nein. Da bin ich dafür, dass ich der Chorgeweihten ihr Zeug zurückgebe, dass sie sich auch mal wieder ein paar Eier wachsen lässt. Und Morkas erpressen wir. Vielleicht weiß sie, welche Teile er von Morkas hatte. Kann gut sein. Dann können wir Morkas ja eine Nachricht zukommen lassen. Vielleicht kann sie sowieso alle Sachen zuordnen, zumindest die Haare. Dann, Raffin, solltet ihr den Trunk trinken und wieder sichtbar werden und die junge Dame dann einmal einladen. Tatsächlich könnte es wohl leicht verstörend sein, wenn ihr unsichtbar mit ihr sprecht. Ihr habt natürlich recht, mein gutes Aussehen ist eines meiner besten... Naja, eine meiner guten Eigenschaften. Direkt nach eurem messerscharfen Humor, versteht ihr? Raffin, ihr seid unsichtbar, immer noch. Das macht mich ja nicht weniger schön. Ja, aber das nur kann weniger keiner sichtbar. Sehen. Ich weiß trotzdem, ich bin schön. Und ihr ja auch, ihr habt ja auch eine Erinnerung. Seid ihr nicht nackt? Zieht euch doch etwas an. Ihr habt mich doch schon... Ich weiß nicht, ob ihr mich nackt gesehen habt, aber die anderen haben mich schon nackt gesehen und die wissen, das kann man sich durchaus mal geben. Es verstört mich, dass ihr nackt auf diesem Sofa sitzt. Musstet ihr uns daran erinnern? Ich will nur daran erinnern, dass ich auch nackt bin. Ja, Bojax, du bist aber ständig nackt, das ist nichts Besonderes. Immerhin ist dein Bart lang genug, dass man nicht sieht. Gut, ja. Ich zieh mir jetzt eine Hose an, wenn euch das alles glücklicher macht. Ihr seid doch ein verklemmter Haufen. Nee, soll ich euch irgendetwas von mir geben? Nee, ich hab Klamotten. Ja, dann such mal dieses Elixier-Ding raus, dann trinke ich das jetzt gleich. Na gut, dann mache ich das mal. Ja, ich würde mir jetzt meine Klamotten, meine Rüstung anziehen und dann zurückmarschieren. Boltox, ich hab dir eine Hose mitgenommen. Boah, ja. Sehr gut, sehr gut. Das hilft zumindest etwas. Ich hab erst noch nach deinem Kettenhemd gesucht, aber du hast ja gar keins. Ja, ich habe mich wirklich nackt gefühlt. Also, nicht nackt wie nackt, aber als ich diesem Auge... es war schon schauderhaft. Nein. Ihr wisst zumindest, wo wir den wahren Namen finden. Da müssen wir uns auch noch drum kümmern. Ein sehr guter Vorteil für uns. Ja. Tatsächlich. Wir werden wohl herausfinden müssen, wie wir unter diese Pyramide kommen. Aber wir wissen jetzt schon das Wichtigste. Ja. Ja. Nichtsdestotrotz sollten wir vielleicht noch ein, zwei Tage darauf verwenden, uns dieser Nekromanten anzunehmen. Wenn wir die Söldner auf unserer Seite haben, ist der Ork im Grunde gelaufene Sache.
Und mit dem Ritualgegenstand kriegen wir hoffentlich Morkas auf die Reihe. Ich bin dafür, dass wir Morka erpressen. Er wird vermutlich auch die... Also sagen wir mal so, er wird nach Boltax suchen. Ja, ich denke, er wird früher oder später hier auftauchen. Wenn wir den erpressen, der uns sucht, ist das Ganze immer viel einfacher. Tatsächlich, ja. Zu einem gegebenen Zeitpunkt können wir ihn dann ja loswerden. Ich denke, dass ihr daran... Vielleicht solltet ihr das machen, Goldhand. Gute Sache. Ja. So, soll ich die Korgeweihte hier... Ne, das ist zu auffällig. Ich gehe zu der Korgeweihten hin und nehme das Zeug mit. Könnt ihr mal einmal in normaler Schrift aufschreiben, wer hier alles gefragt ist? Das kann ja kein Schwanz lesen. Aber natürlich. Hier, ich schreibe es auf diesen Zettel. Machst du das alleine oder soll einer von uns mitkommen? Ich glaube, es ist gut, wenn wir uns... wenn wir nicht in Verbindung gebracht werden mit ihr. Vor allem der Kurzgewachsene hier. Ja, richtig. Ich denke auch. Sohn des Manticores besucht Tochter des Manticores, ist nicht so auffällig. Aber wenn jetzt einer von euch dahin läuft, vor allen Dingen ihr Goldhand, der sich hier als Paktierer ausgibt, und sie hat ja wohl den Ruf, diese nicht zu akzeptieren, gefährlich. Zumal der Laden wohl auch nicht ganz so meinem Stand entspricht. Richtig, da ist richtig die Feier am Laufen, also das ist nichts für euch. Aber danke, Isaru. Nett, dass du es aufgeschrieben hast. Vielleicht solltet ihr warten, bis das Elixier wirklich vollständig wirkt. Das ist ja ein interessanter Anblick, muss ich sagen. Ich stehe direkt hinter dir und muster dich so modern deinen Rücken von oben bis unten und guck mir deine Organe an, deine Knochen. Interessant. Ja, was ist das hier wohl? Guck mal, wie lang das ist. Das geht ja durch den ganzen... Das ist ein neuer Verdauungsorgane. Braucht man davon so viel, aber mir glaubst du nicht, dass ich ein bisschen zu viel habe? Vielleicht bin ich deswegen so groß. Ich kann sehen, was ihr im Magen habt. Ah, ihr habt Käse gegessen, nicht wahr? Ja, es war ein ganz guter Käse. Grafim, du musst die Nüsse kauen. Ja, für euch alle eine spezielle Erfahrung. Anatomie. Euer Herz und natürlich groß. Ich bin ja auch ein großer Mann. Nun ja, es ist fast so groß wie ein Pferdeherz. Dass ihr wisst, wie groß ein Pferdeherz ist. Lass das nicht Karino hören. Ich habe schon so viel gesehen. Knochenstruktur ist interessant. Ja, vielleicht sollte man da ein bisschen Eisen mit reinmachen. Wisst ihr, dann wären die Knochen stabiler. Glaubt ihr, das kann man machen? Möglich. Wie heißt das doch mal, Boltax, eine Legierung? Ja, das mit Eisen überziehen. Vielleicht nicht drin. Direkt mit Eisen. Stahl. Zwergensilber. Zwergensilber? Setz dich doch mal da dran. Ja. Aber nicht jetzt. Ich glaube, ich habe weder die Ressourcen noch die Kunstfertigkeit. Wie geht das jetzt weiter? Auf jeden Fall geht jetzt noch in den Tempel oder machen wir das morgen? Wollen wir in der Nacht überfallen? Ich gehe jetzt zu der Frau hin, dann berichten wir dir erstmal. Nur eine Frage vorher. Wollen wir jetzt Morak uns noch vorknöpfen heute oder nicht? Ich denke nicht. Wir sollten uns erst einmal um Morak kümmern. Geben wir der Frau ein wenig Zeit. Was? Ich würde tatsächlich vorschlagen, dass wir den Hauptmann der Drachengarde so früh wie möglich aufsuchen. Nun, wenn damit er keine Ermittlungen einleiten kann. Wenn er sich als nicht kooperativ erweist, könnte dies unseren Stand, sagen wir, schwieriger gestalten. Ich bin dafür, dass ich die Korgeweihte frage. Ich meine, die arbeitet ja unter ihm. Auf die eine oder andere Weise sollte er zuerst mit ihr sprechen, ja. Dann hat sie ebenfalls, können wir ihr ein wenig Zeit geben, vielleicht über Nacht, um ihre Männer zu sammeln. Richtig. Ich weiß nicht, ob ihr noch so lange irgendwas machen wollt. Hier kann man ganz gut Sachen anzünden. Vielleicht können wir irgendwo einige Erkundigungen über diesen Morkas einholen, um ihn besser einschätzen zu können. Du wirst schon ein wenig auf dem Markt herumfragen. Sind wir nicht auch an einer Taverne vorbeigekommen, die hauptsächlich von Soldaten und Gardisten besucht wird? Noch gleich. Irgendwas mit Ritter, nicht wahr? Ritters Ruhe. Ja, danke sehr. Vielleicht kann Asamo seine Quelle befragen. Also wenn ihr noch irgendwas über diesen Morak rausfinden könnt, das wäre gut.
Morkas. Ja, wie auch immer der Hurensohn heißt. Also Murak die Zephorika wird wohl nicht hier sein. Ja, hoffen wir, dass das auch so bleibt. Morkas Schattenschlag. Ja, die sind... Kann man das dann alle nicht merken. Ja, gut, ich kann mal schauen, was ich in den Gassen herausfinde. Wunderbar, das ist viel. Ich werde mich vielleicht ein wenig auf dem Marktplatz umhören. Und ihr Sumox, ihr nehmt jetzt erstmal ein schönes Bad und wascht das ganze Zeug davon euch ab. Ja. Und wenn Kiaras jetzt hier wäre, dann könnte er sicherlich mit euch reden über das Geschehene. Sollte ich das vielleicht tun? Ja, ich glaube, das wäre hilfreich. Das sieht tatsächlich nicht gut aus. Benötigt sicherlich einiges an Gesprächszeit. Oh, was ich gesehen habe für Grauen. Oh. Boljax, wenn man da mit dem Schwert was machen kann, sag sofort Bescheid. Ja, ich glaube, das Grauen lässt sich nicht so einfach herausschneiden, aber spätestens wenn wir diesen Albtraumdrachen getötet haben, dann wird es wieder gut. Dann wird es wieder gut. Da bin ich ganz sicher, dann wird es wieder gut. Sagt einmal Sumox, euer Bart, er sieht ähnlich grauer aus. Ja, ich habe ihn ja gefärbt gehabt. Erinnert ihr euch? Aha. Nun gut. Oh, aber ja, das sind graue Haare. Tatsächlich echte graue Haare. Oh, das steht euch gut. Aber ich breche jetzt auf. Ihr erstattet einen Bericht. Ich würde das ganze Zeug jetzt in so einen kleinen Sack packen, mit der Liste zusammen. Und mir dann auf dem Weg machen zu Rondras Zitzen. Genau. Dort kannst du, wie immer unverändert, dann Koriana, Todesschmied, Maurenbrecherin auf ihrem Thron finden, während um dich herum die Söldner von ihr stöhnen und kreischen, du kannst klappernde Skelette hören, was auch immer sie dort oben tun und treiben in diesem Rondra-Tempel. Sie sitzt dort wie Kor selbst. Na, da seid ihr ja. Ah, Rafim. Jetzt erhebt euch doch mal, wenn ich reinkomme. Sie bleibt sitzen, nickt dir zu und deutet nur noch mit der Hand auf den Platz neben mir. Ich habe ein Problem mit euch. Ein Problem mit mir? Ja, vielleicht nicht mit euch persönlich, aber es wurden dieser Stunde Anschuldigungen erhoben und ich sollte 20 Mann ausheben. Das habe ich getan. Aha. War nicht gegen euch, aber gegen eure Freunde. Oh. Was heißt Freunde? Immerhin seid ihr im Kontrakt mit ihnen und das könnte euch vor ein Problem stellen. Zumindest wenn ihr weiterhin von diesen Paktierern aus dem ewigen Eis bezahlt werdet. Der Eiskrieger wird gesucht. Wofür? Er hat das Haus angezündet von einer Familie. Ich glaube, die Zephorikas waren das. Zum Glück war Murak nicht zu Hause, sonst wäre er wahrscheinlich, ob er verbrannt wäre, glaube ich nicht, aber ein Eisgeode hat das Grafenschloss der Zephorikas angezündet und Saya umgebracht. Und davor wollen sie jetzt Rache. Ich habe keine Ahnung, wer Saya ist. Muss man die kennen? Irgendeine Nekromantin. Na. Bule von Brabak oder so. Ja, du kannst ja sicherlich verstehen, das mit den Verträgen. Das Problem kennst du ja bestimmt selber. Aber bevor wir die Klingen kreuzen und einer von uns zum Gnadenlosen geht. Komm zurück auf dein Angebot. Ja. Wenn das hier nicht so eine öffentliche Veranstaltung wäre, würde ich das gerne wertschätzen.